damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, am Titel habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, was es für ein Video ist. Also würde ich sagen, ich laber nicht lange rum. Und zwar fange ich gleich an, die Divinums zu öffnen. Ich habe jetzt wirklich über 3 Tage an 200 Divinium gefarmt. Und ohne das Doppel-Divinium wäre das bestimmt unmachbar gewesen. Hätte ich nicht mal 100 zusammen gefarmt. Ich hätte nicht mal 50 zusammen gefarmt. Auf jeden Fall nochmal machen, kommt wahrscheinlich eher weniger in Frage. Außer es ist nochmal für mehrere Wochen nochmal doppelt Divinium, dann könnte ich nochmal drüber reden. Aber sonst so, naja, eigentlich eher weniger. Und ja, das Video wird jetzt bestimmt ein ganzes Stück gehen und ich brauche einige Kaugummis. Also wirklich einige Kaugummis, also sowas wie das Kaugummi Kugelschub und Wandpower, Kistenpower, so solche Kaugummis brauche ich jetzt halt relativ oft, da ja jetzt vor einigen Tagen das DLC rauskam, das Zombie Chronicles DLC, und zweimal Wandkraft sofort. Und mit dem DLC kamen ja die Maps wie Nacht der Untoten, Verrückt und solche und alle raus, und für diese brauche ich halt Waffen, wo ich punchen kann. Also halt Kaugummis, wo ich die Waffen punchen kann. Und deswegen hoffe ich mir die ganze Zeit, dass bei diesen 200 Divinium mal irgendetwas Interessantes dabei ist. Und nicht sowas wie Selbstmedikation. Obwohl, wenn man den Solo-E-Stack macht, ist es immer praktisch. Jetzt haben wir schon fast 30 Divinium rausgehauen, Jungs. Fast 30 Divinium jetzt schon rausgehauen hier. Geht ganz schön schnell. So, komm. Oh, Kugelschub. Da ist eins der ordentlichen Kaugummis, von denen ich geredet habe. Ich finde es schade, dass man hier nur 3 öffnen kann. Also man kann 1, 2 oder 3 öffnen. Und ich... Wartet mal kurz, ich muss mal kurz was nachgucken. Ich dachte gerade, mir ist einer beigejoint, weil ich gerade jemanden reden gehört habe. Aber das war dann wahrscheinlich nur meine Einbildung. Geheimer Shopper, das sind jetzt nicht so die großen Kaugummi, die ich brauche. Popshocks, naja. Das ist jetzt nicht so wirklich so das Atemberaubendste, was ich will. Sale, ja. Sale nimmt man immer mit. Das ist ein Kaugummi, da sagt man nie nein. Es wird mitgenommen. Ach, aber bis hierher lassen mich die Kaugummis wirklich großteils hängen. Also wirklich, es lässt mich alles hängen hier. Regentropfen, ja, das geht auch klar. Ist auch ein gutes Kaugummi. Wie geht's weiter? 2x Kriechtiere und Sprudelbrunnen. Na. Ja, gleich haben wir die, jetzt haben wir die ersten 50 Divinium erstmal hinter uns. Also das Video wird bestimmt ganz schön lange gehen, bestimmt um die 15 bis 20 Minuten. Ja, ich bin gerade überlegen, öffnen wir mal für einen. Nee, ich öffne hier für keine einer, das würde mir dann zu lange dauern. Bonuspunkte, Schockstarre, Todesrutsche. Hier gibt es wirklich keine ordentlichen Kaugummis mehr. Also, hier gibt es wirklich nichts Ordentliches mehr. Toter Stuhl, Klärwinde, erneut drehen. Okay, Sortenflur ist noch in Ordnung. Das Kaugummi geht noch klar. So, jetzt was Ordentliches. Vielleicht Abschusszeit, technische Spielereien oder Technikspielerei und Freude am Töten. So, und jetzt Kistenpower und Sortenfluch. Bonuspunkte geht auch noch klar. Also das waren jetzt 3 halbwegs ordentliche Kaugummis. Worüber ich mich eigentlich nicht beklagen kann. Gewinnbeteiligung. Ja, endlich habe ich auch mal den Kaugummi. Weil mit diesem Kaugummi habe ich jetzt endlich jeden Kaugummi mindestens einmal. Das ist wirklich der Kaugummi, den hatte ich noch nie. Ich glaube, ich könnte den mir auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier Gewinnbeteiligung könnte ich mir rein theoretisch machen, aber ich habe kein destilliertes Wasser mehr. Ja, also wird daraus auch nichts. Und den Kaugummi finde ich jetzt eher ein bisschen unnütz. Nochmal Sale. Finde ich ja wirklich eher ein kleines bisschen unnütz.
weil jeder kriegt die Punkte, die du selbst kriegst. Na, wenn man so sowas machen will, so First Round Easter Egg, dann wär's sinnvoll, aber ansonsten eher weniger. Phoenix, freier Einkauf und Totenwanderung, ja. Okay. Also bis jetzt kann ich mich nicht so ganz darüber beklagen. Das waren zwar jetzt wirklich nicht so bis jetzt das allerbeste. Aber bis jetzt kann ich mich nicht beklagen, so richtig. Doppelte Punkte nachgeschmack, kurzlebige Verbesserung. Ach nee, die Kaugummis lassen mich ja gerade wirklich alle hängen, ey. Das ist ja wirklich schon nicht mehr feierlich. Sale, Untotenwanderung, Sortenfluch, ja. Es wird halt einfach wirklich hier nicht besser mit den Kaugummis, also. Okay, dann drehe ich halt noch länger für die drei Kaugummis. Ich glaube, der muss die Kaugummis gerade von ganz weiter hinten holen. Der muss die gerade von noch weiter tiefer holen. Zweimal temporäres Geschenk, zweimal Nachgeschmack. Ach Jungs, was ist das? Ein Divinium, Sortenfluch, Untotenwanderung. Aber Untotenwanderung, das ist so ein Kaugummi, das kann man auf Gorod Grovi ganz gut gebrauchen. Danach öffne ich mal für 2 Divinium, damit ich auf genau 100 gehe. Die Kaugummis sind halt wirklich nicht so gerade das Beste, was ich jemals in meinem Leben gezogen habe. Ist nicht da echt sieb. Ach nein, oder? Immerhin zweimal Kugelschuh. Ich öffne nicht für 3 und da war dann noch ein Sale dahinter und ich hätte es mal 2 gekriegt. Och man, das ist natürlich wieder mein Glück, nur weil ich auf Symmetrie achte. Mir ist es egal, ich achte nie wieder auf Symmetrie, das ist mir wirklich egal. Ab sofort Selbstmedikation, Kistenpower, Phoenix, alles prima. Alles wunderbare Kaugummis. Aber trotzdem, bis jetzt, ich habe über 100 Divinium geöffnet und hatte kein Mal extra süchtig. Machtvakuum, temporales. Wie oft kriegt man temporales Geschenk? Das Kaugummi habe ich noch nie in meinem Leben eingesetzt. Ja, ich krieg ein Divinium. Divinium kriecht hier unten in. Ja, Instakill. Für Nacht der Untoten eventuell machbar. Und brauchbar. Alles super, starre Augen. Wandkraft mal wieder. Alles prima. Obwohl Wandkraft, ich glaube, das Kaugummi habe ich ein paar Mal. Ich brauche eher mehr Kistenpower, weil das habe ich, glaube nur um die 20 Mal. Ja. Also bis jetzt bin ich nur zu 50% von dem Opening hier selbst begeistert, da nur um die 50% der Kaugummis vielleicht jetzt halbwegs brauchbar waren. Ja, ich hoffe, Triarch, die machen bald nochmal ein Doppeldivinium-Wochenende. Was heißt Wochenende, das war ja jetzt für die Zombie Chronicle, war das ja jetzt, gab es ja jetzt diese eine Woche, diese 8 Tage, wo es ja jeden Tag irgendwie eine neue Challenge gab und da gab es dann jetzt vom 17. bis jetzt zum 23. gibt es jetzt doppelt Divinium, was ich ja jetzt richtig ausgenutzt habe mit 200 Divinium. Also ich werde es eventuell nochmal machen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, aber nur eventuell viel langsamer, weil ich habe jetzt in 3 Tagen 200 Divinium gemacht. Ich habe im Durchschnitt ungefähr 65 Divinium gemacht, so pro Tag. Wenn man sich jetzt mal so grob rechnen würde, so 60, so ungefähr 60, 65 Divinium. Und es ist halt wirklich, wirklich relativ, ich sag jetzt mal krass. 2-mal Kugelschub, ja, und 2-mal Bonuspunkte. Oh mein Gott, ist das gut. Puh, gleich haben wir es hinter uns alles. Warum heißt das eigentlich Regent-Tropfen und nicht Regen-Tropfen? Wenn ihr da irgendwas wisst, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob Track da vielleicht was bei der Übersetzung verkackt hat oder sonst was. Gewinnbeteiligung. Ich habe das Kaugummi nie in meinem Leben bekommen. Das gibt es seit Revelations. Und ich habe es bis jetzt nie bekommen. Und jetzt mache ich hier ein Opening und ziehe das gleich 3-mal oder was? Geschockt. Ja, Schockstarre.
Und draußen fliegt gerade ein Flugzeug ganz schön laut hier lang. Ich hoffe, man hört das in der Aufnahme nicht. Muni, regend, Tropfen, Todesrutsche. Wieso haben die Todesrutsche das Kaugummi reingefügt? Die hätten das Kaugummi draußen lassen können und hätten uns doch gleich PhD-Flopper als Perk geben können. Aber ich glaube, die haben das nicht reingemacht, weil wegen Rutschen und du würdest halt permanent rutschen, da wären permanent die Explosionen. Ich glaube, deswegen haben die das schon nicht gemacht. Das wird schon alles seine Gründe haben. Machtvakuum, Kriechtiere, Freude am Töten. Wow, mir fällt gerade auf. Wir haben ganze Zeit hier plappern, dass das Kistenpower, dass die Divinium-Klei leer sind. Wir sind jetzt bei 40 Stück. Mensch, die gehen aber wirklich ganz schnell leer. Die Divinium. Phoenix, zählt jemand mit? Technikspielerei. Flip, flip, flip. Kaugummis raus. Die nächsten drei rein. Kann mal bitte jemand mitsehen, wie oft ich jetzt schon temporales Geschenk gezogen habe? Bitte. Weil mittlerweile kommt mir so vor, als wäre das Kaugummi, was ich jetzt schon am meisten gezogen hätte. Aber 170 Divinium bis jetzt ausgegeben. Und immer noch kein extra sichtig dabei. Also jetzt nicht so, dass ich das unbedingt bräuchte. Also ich brauche das jetzt wirklich nicht. Ich hab's um die 30 Mal, aber trotzdem ist es schon relativ krass. Ich habe ein Divinium gezogen. Ach nee, wie man das einfach schon immer voraussehen kann. Ich krieg so viel Kugelschub, ne? Ich habe jetzt irgendwie schon mit dem Doppelten jetzt irgendwie schon 6 Mal Kugelschub gezogen, aber ich brauche auch Kistenpower. Bringt mir nichts, wenn ich 10 Millionen Kugelschub habe, wo ich die Extras drauf machen kann auf die Waffen, aber dann nur 2 Mal Kistenpower habe. Aber Kistenpower, ich glaube, ich muss das Kaugummi jetzt auch um die 25 Mal haben, also geht sich schon alles ordentlich aus. Nochmal Kugelschub, nochmal Wandkraft. Also bis jetzt geht sich doch hier alles eigentlich prima aus. 2 Mal Rundenklau, 2 Mal ausgebrannt. Ausgebrannt müsste eigentlich das Kaugummi sein, das müsste ich doch jetzt beinahe 100 Mal haben. Das wäre dann das erste Kaugummi bei mir in der dreistelligen Bereich. Ungeordneter Kampf, Sprudelbrunnen, Schockstarre. So, kommt jetzt hier die letzten ordentlichen richtigen Kaugummis hier. 2 Mal geheimer Shopper, 2 Mal Handwerksmeister. Zack, 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 zack. Die letzten 10 Divinium brechen an, meine Freunde hier. Jetzt wird es nochmal interessant. Also ich freue mich wirklich über jedes Kistenpower und jedes Kugelschub, was ich hier wirklich kriegen kann. Ich freue mich sogar teilweise wirklich mehr darüber, als wenn ich jetzt hier ein Extrasüchtig ziehen würde. Weil ich bin halt so einer, ich bin nur Koop mit Extrasüchtig. Und Solo halt nie. Ich würde sagen, komm, das letzte Dreier und dann noch ein Einer. Vielleicht ist ja in dem Einer das letzte Extrasüchtig drin. Drückt mir die Daumen. Komm, los. Und öffnen. Komm, gib mir noch ein Extrasüchtig. Überwältigt und Freude am Töten. Ja, war jetzt nicht so das Beste. Ich würde mal sagen, wir gucken da mal kurz rein bei den Kaugummis. Ja, ausgebrannt 100 Mal. Können wir mal so ein bisschen die Kaugummis durchgehen. 53, 10, 11, 139, 90, 30, 25, 25. Also ich würde mal sagen, so im Groben bin ich mit dem Opening zufrieden. 24 mal Kistenpower, 20 mal Kugelschub. Wo ist Wandkraft? Wandkraft. Ach, hier unten. 55 mal bin ich zufrieden. Hier seht ihr, 30 mal extrasüchtig. Also ich kann mich nicht beklagen. Jetzt 3 mal Gewinnbeteiligung. Also jetzt kann ich sagen, ich habe jedes Kaugummi Minimum 3 Mal. Oder? 3 Mal? Ja, Minimum 3 Mal. Ja gut, dann würde ich eigentlich auch sagen, war es das mit dem Opening. Lasst eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.